Willkommen zum Zero Touch Kubernetes Vortrag auf der FroschCon 2022. Das ist ein Infrastruktur-Talk. Es geht um Betriebssysteme, Betriebssystemautomatisierungen. War im Abstract. Es ist also kein Kubernetes-Talk. Er soll aber dafür sorgen, dass ihr Kubernetes vollkommen stressfrei betreiben könnt und euch auf eure Applikationen und eure Control-Plane konzentrieren könnt und nicht mit dem Betriebssystem zu tun habt. Kurz zu mir, ich bin Thilo, ich bin Engineering Manager bei Kinfork gewesen, jetzt bei Microsoft und ich arbeite mit dem Flatcar Container Linux Team bei Microsoft. Jetzt mal zu euch. Ich bin gespannt, für wen ich den Vortrag halte und möchte euch ein bisschen kennenlernen. Wer von euch hat dann beruflich oder privat mit Clustern zu tun, verteilten Applikationen im Kleinen oder im Großen? Bitte um Handzeichen. Gut, das ist... Entschuldigung? Verteilte oder verpeilte? Verteilte Applikationen. Ich glaube, verpeilte haben wir alle. wer managt Container-Workloads oder schreibt und deployt Container-Applikationen? Oh, und drei mehr. Gut, das ist, wir sind bei guter Hälfte. Klasse. Betreibt einer von euch oder maintaint einer von euch oder arbeitet einer von euch mit Kubernetes? Okay. Alles klar. Ja, wir, wie im Intro erwähnt, gucken ein bisschen auf containeroptimiertes Linux. Das soll euch erlauben, euch auf die Workloads zu konzentrieren und euch im Grunde genommen die Schmerzen aus dem Betriebssystem rausnehmen. Bevor wir damit anfangen, habe ich eine Slide, ein bisschen die Geschichte. Der Talk wird sich hauptsächlich um Flatcar Linux drehen, aber Flatcar Linux hat eine Geschichte. Die Konzepte und die Ideen, die ich heute vorstelle und bespreche, die sind nicht auf unserem Mist gewachsen. Das ist tatsächlich, wie im Open Source üblich, eine ganze Historie. Wir warten und entwickeln das Betriebssystem weiter, aber wir stehen auf den sprichwörtlichen Schultern von Giganten und dem möchte ich hier gerecht werden. Das ist mir so ganz wichtig. Das ist die Rückwärtstaste. Es fing alles an mit einer kleinen Firma namens CoreOS. CoreOS hat Anfang der 2010er einen kompletten Stack entwickelt, der skalierbar sein soll, der Clusterbetrieb ermöglichen soll. Da war eine Kubernetes-Distro mit dabei, da war eine Linux-Distribution mit dabei und eine Control-Plane, ein Update-Mechanismus und. Der Teil, um den es sich in diesem Talk dreht, ist CoreOS Container Linux, welches also sozusagen der untere Teil dieses Stacks war. CoreOS Container Linux basiert auf ChromeOS, hat sich da den Update-Mechanismus geborgt, das Update-Protokoll, AB-Partition-Scheme, wozu wir später noch kommen. Und ChromeOS seinerseits basiert auf Gentoo, nutzt also Gentoo-Pakete. Das war CoreOS Container Linux. Im Oktober 2013 gab es das erste Release. Im Mai 2020 wurde es dann eingemottet. Und das ist deswegen so, weil CoreOS von Red Hat übernommen wurde. Red Hat hat die Philosophie und den Ansatz dann weiterentwickelt, hat die Basis aber sinnvoller und naheliegenderweise geändert von Gentoo auf Fedora. Es gibt jetzt also Fedora CoreOS, das basiert von der Idee her auf CoreOS Container Linux. Es gibt eine eingeschränkte Kompatibilität, das heißt, wenn ihr migriert, dann tut es ein bisschen weh. Ein paar der Mechanismen sind anders und alle Pakete kommen von Fedora. Da wird ständig weiterentwickelt. Ist ein ganz tolles Team, das das macht. Wir haben ein paar Touchpoints mit den Jungs, die fetzen, die sind ganz toll. Und was wir also gemacht haben als Kinfork seinerzeit, war 2019 ein Friendly Fork vom CoreOS Container Linux. Das war also in Absprache und mit vollem Wissen der Leute, die CoreOS Container Linux entwickeln. Kinfork hat eine weitreichende Geschichte mit CoreOS. Wir haben also viel zusammengearbeitet mit denen. Wir haben an Rocket und an diversen anderen Sachen für die Jungs weiterentwickelt. Und das ist also mehr oder weniger um die Philosophie des Original CoreOS mit Gentoo Base und das ganze Look and Feel zu bewahren und haben es dann eigenständig weiterentwickelt. 2020, als CoreOS dann sozusagen in Maintenance Mode ging, haben wir es auf eigene Füße gestellt und haben es massiv weiterentwickelt, Pakete geupdatet und so weiter und so fort. Wir sind also näher an der Gentoo-Basis inzwischen dran als an Chromium. Es ist ein großes Bestreben von uns. Und das ist also das, wo wir herkommen. Und wie ich gesagt habe, viele der Kernmechanismen sind nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern kamen also aus dieser Geschichte.
Aber ganz allgemein, was meinen wir denn mit containeroptimierten Linux? Den Begriff schon ein paar Mal benutzt. Haben wir da am Kernel rumgespielt, sodass Container ganz toll laufen? Haben wir da irgendwie Docker ein bisschen glatt gebügelt und shippen das, sodass der Startup gut funktioniert? Haben wir da ein paar Schrauben gedreht? Obendrauf auf generischen Linux-Distros. Was ist das eigentlich? Naja, im Grunde alles oben genannte, aber tatsächlich konsequent von unten nach oben neu aufgezogen. Und es folgt so ein bisschen einer anderen Philosophie als die General-Purpose-Distros, die wir von unseren Desktops und vielleicht auch Servern so kennen. Container-optimiertes Linux sieht das Betriebssystem als Teil einer Infrastruktur. Das soll langweilig sein, das soll euch nicht aufregen und man soll sich nicht damit befassen müssen, wenn man nicht will. Es ist also einfach im Grunde genommen handhabbar wie jede andere Applikation auch. Das Ziel ist, dass der Ops-Bereich, die Ops-Teams, also mehr Zeit für die Business-Logic haben, sich auf die Sachen konzentrieren können, um die sich quasi das Leben wirklich dreht, ohne sich mit dem Betriebssystem zwangsweise befassen zu müssen. Also sehr stark auf Automatisierung, auf Robustheit, auf Einfachheit gefeilt. Und die Idee, die wir als Entwickler so ein bisschen verfolgen, ist die Philosophie, die wir verfolgen, wir sind der Lichtschalter. Also wir sind nicht das tolle Heimkino, uns gibt es in verschiedenen Farben, aber wenn eine bestimmte Farbe dazu führt, dass das Licht nicht mehr angeht, das wäre eine Funktion, die also aufgrund eines Features beeinflusst werden würde. Wir wollen das in dieser Richtung nicht. Die Idee ist, und ich habe Heimkino in Covid-Zeiten mir aufgebaut, dass wenn mein Lichtschalter ständig meine Aufmerksamkeit will, weil er gewartet werden möchte, weil er nicht das tut, was er tun soll, dann habe ich die Freunde am Heimkino nicht und kann meine Serie nicht zu Ende gucken. Wir erreichen das, indem wir die Isolation, die Container-Apps untereinander und, wie ich gleich zeigen möchte, auch dem Betriebssystem gegenüber haben, daraufhin interpretieren, dass es das Betriebssystem mehr oder weniger austauschbar macht, weil die Schnittstellen zwischen Applikationen und Betriebssystemen überschaubarer werden, wenn man tatsächlich nur mit containerisierten Apps arbeitet. Wie müsst ihr euch das vorstellen? Ihr kennt das aus dem Containerbetrieb, Kubernetes oder mit einer anderen Control Plane. Wenn ihr also eine neue App auf dem Knoten deployen möchtet, habt ihr so eine deklarative Konfiguration, die werft ihr auf euren Cluster. Die neue App wird instanziert von einem Image. Und das Image, das ist quasi die Instanz, trägt dann die Nutzdaten und die Sache lässt sich betreiben. Das funktioniert, weil die Apps untereinander über klar definierte Interfaces kommunizieren. Ein Interface in breiteren Sinn, wie also Storage, Netzwerk und all das, was ihr quasi in der Deklaration der App mit beschreibt. Und die Container-Runtime sich dann darum kümmern kann, dass diese Interfaces erschaffen werden und die App also nicht nebenbei umher tut und andere verdeckte Abhängigkeiten an Betriebssystemen, an die Knoten oder an andere Apps mitbringt. Das wird auch benutzt, wenn ihr so eine App updaten wollt. Ihr ändert also den Teil der deklarativen Konfiguration, der die Version der App beschreibt. Und im Grunde instanziert ihr das Ding von einem neuen Container-Image, von einem upgedateten Container-Image. Und das geht auch sauber, weil die Container-Runtime, wie gesagt, weiß, welche Interfaces benutzt werden, um mit anderen deployten Apps zu connecten. Die App wird, also die Interfaces werden runtergefahren, die App wird runtergefahren, die neue App wird instanziiert und die Interfaces werden wiederhergestellt. Das ist jetzt nichts Neues für euch, das kennt ihr, wenn ihr mit Containern arbeitet. Also ich erwarte jetzt keine Applausstürme. Der Witz ist, diese Isolation, die wir hier haben und diese klar beschriebenen Interfaces, gibt es tatsächlich auch zwischen den einzelnen Apps, die auf dem Knoten laufen und dem Betriebssystem. Die sehen ein bisschen anders aus, aber nicht viel. Wenn man also einen Schritt zurück macht, die gleiche Philosophie darauf anwendet, dann sieht man, sämtliche Container benutzen relativ schmale Interfaces, bestimmte Kernel-APIs und Docker als Container-Runtime. Das kann man als Interface sehen und nichts anderes. Wir haben also keine Abhängigkeiten an Bibliotheken, wir müssen keine anderen Voraussetzungen schaffen und auch nicht bewahren im Betriebssystem, sondern wir können diese Philosophie nutzen, um zum Beispiel das Betriebssystem austauschbar zu machen, dass wir eine neue Version, wenn die dann rauskommt, stagen können.
die Interfaces, die auf der entsprechenden betroffenen Node existieren, sauber runterfahren, das Betriebssystem recyceln können, aktivieren können die neue Version und die Interfaces wiederherstellen. Und die Apps kommen wieder hoch, ohne dass es große Schmerzen ist. Update ist nur ein Beispiel dieser Unabhängigkeit, die wir da erreichen. Aber das illustriert ganz gut, was wir meinen mit Container optimiert. Das Gleiche ist der Fall, wenn ihr einfach eine neue Node erschaffen möchtet. Ihr seht das Betriebssystem als eine weitere Applikation, die deklarativ beschrieben ist, wo also die nicht automatisch konfigurierbaren Teile des Betriebssystems deutlich ausgedrückt werden. Die neue Node wird deployed. Möglicherweise braucht man Bootstrap auf der Node, so die containeroptimierten Betriebssysteme geben euch da die Möglichkeit, auf dem Low-Level einen Init-Container zu starten oder was anderes, um eure Control-Plane hochzubringen, und die zieht dann den Rest nach. Was ganz wichtig an dieser Stelle ist, wir versuchen an der Stelle nicht, eine eigene Control-Plane zu sein. Also die Möglichkeiten, die ihr habt, um Init-Container, Bootstrap-Container hochzuziehen, sind sehr, sehr beschränkt. Im Grunde genommen sind es einfach nur System-D-Units, die wir da zur Verfügung stellen oder die ihr selber zur Verfügung stellen könnt. Ganz einfach, weil wir keine Control-Plane sein wollen. Gut, was meinen wir also, wenn wir von einem containeroptimierten Linux reden? Vergesst eure Paketmanager, vergesst eure Installationen, geht ganz zurück auf die Basics, stellt euch vor, euer Betriebssystem ist genauso eine Stateless-App wie alle Applikationen, die in eurem Cluster laufen. Wir nutzen die Isolation der Applikationen untereinander und vom Betriebssystem, die Containerisierung mit sich bringen. Die wohldefinierten Schnittstellen zwischen OS und Applikation, um das Betriebssystem austauschbar zu halten. Wir offerieren eine deklarative, automatisierbare Installation. Genau wie ihr das von euren Apps kennt, und das ist tatsächlich YAML, da gucken wir nachher rein. Ihr habt also eine Konfiguration bei der Installation, bei der Provisionierung. Es gibt keine dynamischen Änderungen. Ihr macht also hinterher nicht am Betriebssystem rum, nachdem es deployed ist. Es gibt andere Philosophien und die sind großartig. Also ich möchte gar nicht fundamentalistisch erscheinen an der Stelle. In unserem Kontext ist es allerdings so, dass wenn ich eine weitreichende Konfigurierbarkeit zur Laufzeit im Betriebssystem brauche, dann habe ich bei der Provisionierungsautomatisierung was falsch gemacht. Also unsere Vorstellung ist, alles sollte entweder bei der Provisionierung einstellbar sein oder sich automatisch regeln. Und das hängt damit zusammen, dass wir keinen State wollen im Betriebssystem oder so wenig wie möglich State. Und das ermöglicht uns eine Unabhängigkeit, das ermöglicht uns eine viel leichtere Wartbarkeit. Das gibt uns automatische Updates oder kontrollierte Rollbacks. Und das heißt, genau wie eure Applikationen abgedatet werden, ihr tut ein Image hin, ihr aktiviert das Image und wenn es hinterher irgendwie komisch riecht, dann habt ihr ein automatisiertes Rollback ebenfalls mit drin. Nochmal zur Isolation, und ich weiß, ich wiederhole mich hier, das ist aber im Grunde genommen tatsächlich die ganze Basis der Idee. Wir müssen verstehen, dass wir in einer rein containerbasierten Operation keine Abhängigkeiten zwischen den Betriebssystem und den Applikationen haben. Es gibt keine gemeinsamen Bibliotheken, es gibt keine Dienste oder was ich irgendwie bereitstellen muss, außer den Kernel, mit dem die Applikation, der Container redet, und Docker. Das gibt mir eine saubere API zwischen dem Betriebssystem und den Applikationen. Die Netzwerk-Storage, CPU-Speicher-Requirements sind in der Konfiguration dokumentiert. Und die Container-Orchestrierung, die kann sich im Grunde genommen automatisiert darum kümmern, dass das zur Verfügung gestellt wird. Mehr braucht es zwischen Applikation und Betriebssystem nicht. Das gibt uns Rollbacks und das gibt uns Updates und Rollbacks ohne Seiteneffekte. Ich kann zum Beispiel auch ein Canary-Muster etablieren, wenn ich einen größeren Cluster habe, dass ich also neue Versionen des Betriebssystems mal so anteste, gucke, ob es geht und sauber wieder zurückrollen kann, wenn was Komisches passiert. Automatisierte Installationen, das ist ganz toll. Das kommt drauf, spielt mit rein, wie ihr eure Cluster deployt und auch wie ihr eure Cluster updatet. Wir stellen also eine deklarative Installation bereit, eine Konfiguration. Das geht über ein Konfigurationsmanagement namens Ignition.
Nachher habe ich ein Beispiel drin. Wer mehr über Ignition erfahren möchte, Matthew will have a presentation on Ignition at 3 p.m. So he'll go in depth there. Dinge werden bei der Installation aktiviert und das ist es dann. Das ist euer State. Das hat den Vorteil, dass beim Rollout und bei der Provisionierung, wenn da irgendeine Konfiguration nicht sauber applied, wenn ihr irgendeinen kleinen Teil habt, der nicht will, dann kriegt ihr gemeldet, da riecht was komisch. Zurückrollen, neu provisionieren, Konfiguration mal angucken. Wenn ihr im Nachhinein ändert, ist das viel schwerer. Ja, es macht das Rollout vollständig automatisierbar. Wir offerieren fürs Betriebssystem also eine ganze Reihe Konfigurationsoptionen. Eigentlich sollte alles automatisch funktionieren, nur die speziellen Sachen, Corner Cases, wenn ihr die habt, sollten konfiguriert werden. Aber Ignition ist tatsächlich sehr, sehr umfangreich. Die ganze Geschichte ist einfach in bestehende Orchestrierungen zu integrieren. Es gibt Go-Bindings für Ignition, es gibt einen Terraform-Provider, wir haben Cluster-API-Support. Cluster-API basiert ursprünglich rein auf Cloud-Init. Wir haben Ignition mit dazu getan, es spricht jetzt also beides und es kann also auch benutzt werden, um einen KPI-Cluster hochzuziehen. Das ist ein Beispiel, das ist YAML. Wenn ihr Container-Administratoren seid und auch viel mit Kubernetes macht, dann könnt ihr das lesen. Und das ist tatsächlich eine Node-Konfiguration, die wollen wir später dann auch mal demoen. Wir sehen, dass eine Nutzer angelegt wird. Das ist ein Service-Nutzer, deswegen kriegt er kein Home. Und der wird zusätzlich in die Gruppe Docker gesteckt. Wir sehen hier, dass wir eine Datei erzeugen. Die Datei in diesem Fall ist inline. Also das ist alles. Und die wird an besagter Stelle von der Installationslogik erstellt. Eine weitere Datei hängt dran, die ist nicht inline. Die liegt lokal. Das heißt, wenn wir diese Konfiguration kompilieren, sodass die Installationslogik die auch verdauen kann, dann wird die in das Kompilat integriert. Und wir sehen, dass wir quasi Nutzer und Gruppe des Nutzers benutzen, den wir da oben angelegt haben. Joa. Das Ganze wird dann verbunden mit einer Systemd-Unit. Die benutzt einfach Caddy, um die beiden entsprechenden abgelegten Dateien zu serven. Das ist eine statische Konfiguration. Die bringt euch eine kleine Node, einen kleinen Webserver hoch. Genauso könntet ihr da andere Dienste starten. Ihr könntet einen Init-Container bootstrappen oder euch wo anmelden, um einer Orchestrierung zu erlauben, dann die nächsten Schritte zu verfolgen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Die Konfigurationssprache ist viel, viel komplexer. Ah ja, die Systemd-Unit läuft unter dem Nutzer-Caddy. Gut. Das Betriebssystem, was wir ausliefern, ist Image-basiert. Das erlaubt uns eine zustandslose Installation. Das Image ist read-only, nachdem es installiert ist. Ihr könnt keine Binaries überschreiben. Das geht so, indem wir nur das USR-Unterverzeichnis benutzen, um unsere Binaries da zu lagern. Das braucht ein bisschen Anpassung, wenn man das Betriebssystem baut. Das hat den Vorteil, dass die Binaries da auf einer anderen Partition liegen können. Bei uns ist tatsächlich die gesamte Betriebssystem-Partition read-only. Ist nicht nur das Dateisystem, sondern unten die Block-Device, die könnt ihr nicht schreiben. Das bewahrt uns von einer ganzen Menge Fehlern. Einerseits Schlüsselfehlern, die man machen kann, andererseits gibt es eine ganze Klasse von Betriebssystem-Vulnerabilities, von denen wir nicht betroffen sind, einfach weil du unsere Binaries nicht austauschen kannst. Das macht das Ganze auch verifizierbar und attestierbar. Also wer sich so ein bisschen mit Conformance beschäftigt oder beschäftigen muss, Beruf oder aus Privat, im Privaten, wenn das Betriebssystem sich nicht ändert, wenn die Binaries sich nicht ändern, dann ist das sehr gut attestierbar. Und wir liefern das tatsächlich auch attestierbar aus. Wir haben eine SLSA-Deklaration mit dem Betriebssystem erhalten. Die Betriebssystempartitionen werden mit DMVerity jedes Mal beim Boot also überprüft. Und das Ganze ist ziemlich ausgehärtet. Updates. Die gleichen Prinzipien ermöglichen uns atomare Updates. Betriebssystem read-only. Vielleicht sollten wir
vorher einen Blick auf die Partitionen. Das ist eine vereinfachte Darstellung der Partitionierung. Eigentlich haben wir mehr Partitionen. Der Punkt hier aber ist zu erklären, wie die AB-Partitionierung funktioniert. Ihr habt also zwei Partitionen für das Betriebssystem. Die sind jeweils ein Gigabyte. Eine ist leer bei der Provisionierung, da kommt dann das Update rein. Die andere ist aktiv und read-only. Und es gibt einen kleinen Bootbereich. Da liegt der Kernel drin und da ist die DM-Verity gespeichert für die Betriebssystempartition. Und bei der Provisionierung wird also die Root-Partition angelegt, die ist in erster Instanz leer und die wird dann erweitert, sodass die gesamte, der gesamte Restspeicher der Festplatte ausgefüllt wird. Mit dem im Hinterkopf kriegen wir atomare Updates erklärt. Die Sache funktioniert so, dass im Hintergrund überprüft wird, gibt einen Dienst auf dem System, das guckt, gibt es eine neue Version. In bestimmten Intervallen, wenn es eine neue Version gibt, wird das Image, Updates sind auch Images, wir haben keinen Paketmanager, runtergeladen, im Hintergrund bereitgestellt, ein Reboot wechselt in eine neue Version rein, die Root-Partition ist noch die gleiche, eure Container bleiben also erhalten, die starten dann wieder neu und es gibt in dem Sinne auch konfigurierbare Rollbacks, der Dienst, der das Update übernimmt, der hat eine Dependency Chain. Wenn ihr da in diese Dependency Chain eure wichtigsten Applikationen reinhängt, die auf jeden Fall laufen müssen, damit die Node gesund ist, dann, und die failen, dann wird der Update-Mechanismus, der Update-Service nicht starten nach dem Update. Und das wird dazu führen, dass ein Reboot ausgeführt wird. Wenn der Update-Dienst startet nach dem Update, dann wird er feststellen, dass also alles in Ordnung ist und dann wird er die abgedatete Partition als die neue Root-Partition, als die neue gültige OS-Partition markieren, nicht vorher. Das ist also dieses eingebaute Rollback, das man hat. Es gibt ein gesteuertes und kontrolliertes Ausrollen, was wir mit offerieren. Wenn ihr größere Cluster betreibt, gibt es Mechanismen. Die Nodes untereinander können sich über etcd auswürfeln, wann sie rebooten, sodass nicht euer Cluster in einem Rutsch down geht. Wenn ihr eine Control Plane habt, gibt es einen Kubernetes-Operator namens Fluo, den wir bereitstellen. Fluo koordiniert so eine Updates auf Kubernetes-Ebene, draint also die Nodes selektiv mit einer maximalen Node-Anzahl, die zur gleichen Zeit down sind und rebootet dann und joint dann wieder. Wir supporten auch Weaveworks QD. QD macht im Grunde das Gleiche, basiert auf einem Flag-File und das stellt unser Update-Mechanismus also zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr eine existierende Lösung mit QD habt, dann integriert das Ganze automatisch. Warum solltet ihr euch darauf verlassen, dass was immer an Updates bei euch reinregnet, tatsächlich auch nichts kaputt macht? Wir haben einen Stabilisierungsprozess in unseren Release-Prozess eingebaut. Das ist im Grunde genommen der CoreOS-Stabilisierungsprozess mit unserer Ergänzung, dass wir auch eine LTS haben, die über ein Jahr nur Patch-Updates kriegt. Das hatte CoreOS nicht. Wir haben drei oder mit LTS zusammen vier dedizierte Channel, die euch neue Versionen zur Verfügung stellen. Alpha ist ist der Channel, der also am stärksten aktualisiert wird. Wir haben Alpha-Releases, neue Major-Versions alle 2 bis 4 Wochen. Alpha durchläuft den vollen Testzyklus, den wir haben. Wir haben Szenario-Tests, da komme ich gleich zu. Und wir releasen Alphas nur, wenn sie alle Tests tatsächlich passiert haben. Allerdings ist Alpha in dem Sinne für Entwickler gedacht, als dass wir halbfertige Features da drin haben, damit wir auf Features iterieren können. Beta ist tatsächlich, so wie wir das sehen, Production Ready, ist mehrfach durch die vollen Tests gelaufen, über den Alpha-Zyklus. Und an dem Punkt gibt es da nicht mehr viel, was wir also noch testen können, um Stabilität zu garantieren. Beta ist für Canaries. Das heißt, wenn ihr größere Cluster betreibt, empfehlen wir, ein paar dieser Knoten auf Beta laufen zu lassen. Dann seht ihr, was kommt, könnt quasi die Änderungen mit euren Use Cases überprüfen. Falls ihr in
Edge-Cases reinläuft, wo dann doch was kaputt geht, könnt ihr tatsächlich diese Probleme reporten oder auch gleich fixen, den Fix upstream committen und die Stable, die dann nach der Beta kommt, hat den Fix drin. Ihr könnt euren gesamten Cluster sozusagen auf Stable laufen lassen und könnt euch in die, in den Release-Prozess integrieren, sodass euer Stable-Cluster grundsätzlich immer nur die Versionen kriegt, die ihr selbst auch mit als gut getestet habt. Der Rest der Community macht das auch. Wir haben also einen relativ großen Anteil Beta-User. Das ist ganz nett zu sehen von einer Maintainer-Perspektive. Und die sorgen also schon so ein bisschen dafür, dass wir so die ganz exotischen Fehler relativ früh sehen. Wie gesagt, wir haben weitreichende Testszenarien für alle Releases, inklusive Alpha. Das sind was an die 100 Szenario-Tests. Das können einfache Sachen sein, wie geht SE Linux. Die meisten sind aber relativ komplexe Sachen, wie deploy mal ein Kubernetes-Cluster mit 5 Nodes, macht das CNI geht, also Container Network Interface. Und wir testen also verschiedene CNI-Lösungen auch als Beispiel. Joa. Ich habe die LTS kurz am Rande erwähnt. Es gibt tatsächlich Ops und Cluster, die so groß sind, dass tatsächlich jedes Update, jedes bisschen Downtime, jedes Reboot-Risiko richtig Geld kostet. Und das verstehen wir. Wir haben tatsächlich einige sehr große User. Und auf Vorschlag dieser Nutzer haben wir dann seinerzeit als Kinfolk in einem Subscription-Account, aber jetzt komplett Open Source und frei, eine LTS-Version rausgebracht. Die 2022er Release ist tatsächlich auch für Community. Die können sich alle holen. Wobei ich hier genauer sagen muss, die Quellen für LTS, die waren immer Open Source. Wenn ihr also selber baut und einen eigenen Update-Server betreibt, dann konntet ihr LTS auch schon zu früheren Zeiten haben. Durch das Sponsorship und die Übernahme von Microsoft ist es uns jetzt möglich, uns tatsächlich mehr auf die Community zu konzentrieren. Und wir persönlich, also als Ex-Kinfolk, offern auf keine Support-Subscriptions mehr. Wir wollen das als Community-Projekt sehen. Und deswegen der Schritt mit der LTS. Wenn ihr also Schmerzen habt bei jedem Kernel-Upgrade, was reinkommen könnte und nur Patch-Level-Updates wollt, dann ist LTS für euch. LTS hat eine Lebenszeit von 18 Monaten. Alle 12 Monate gibt es eine neue LTS-Version. Das heißt, ihr habt 6 Monate Zeit, zur neuen Version zu migrieren. Wir machen das sehr zaghaft. Stable zum Beispiel released alle 3 Monate. Und da können halt Kernel-Upgrades mit drin sein. Wir haben einen Open-Source-Update-Server, das ist auch was, was uns von CoreOS unterscheidet. Die hatten einen Update-Server, der war nicht Open-Source. Das heißt, ihr könnt eure Updates selbst hosten. Ihr habt eine sehr feingranulare Konfigurationsmöglichkeit über Node-Gruppen und Update-Management und habt auch eine gute Übersicht über euren Cluster. Wir sind schon immer sehr, sehr, sehr nutzergetrieben und sehr Community-orientiert. Und jetzt halt, wo der Zwang der Finanzierung weggefallen ist, zu 100%. Das heißt, ihr könnt euch reinhängen mit uns. Wir sind sehr offen. Wir sind ein relativ kleines Maintainer-Team, aber wir machen alle unsere Kommunikation öffentlich. Und einfach mitmachen. Ja, unsere Wurzeln damals, ich weiß nicht, ob ihr euch an die zweite, dritte Slide noch erinnert, mit der Geschichte, war das so, dass wir zwar sämtliche Repos und alle Builds und alles Open Source gemacht haben, verschiedene Support-Subscriptions aber benutzt haben zu Kinfolk-Zeiten, um das Ganze finanzieren zu können. Das hat auch dazu geführt, dass wir das Betriebssystem als Single-Vendor geführt haben. Das möchtest du machen, wenn du quasi Support-Subscriptions verkaufst, weil du halt die Freiheit brauchst, Dinge fixen zu können, wenn es denn dringend nötig ist. Das hat sich geändert. Jetzt ist es so, dass wir also komplett Community-getrieben und Community-fokussiert uns umorientiert haben. Es ist nicht nur so, dass wir Contributions, Bugfixes, Bug-Reports, Patches wollen. Wir sind tatsächlich auch offen für Stewardship. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, mal in die Prozesse einer Linux-Distro reinzugucken, da sind wir dafür. Microsoft tritt an der Stelle als Sponsor auf
Es ist also nicht so, dass wir hier von einem Microsoft Linux reden. Es ist ein Community Linux. Microsoft sponsort das, genau wie wir andere Sponsoren haben. Equinix Metal zum Beispiel sponsort unsere Build-Hardware und unsere Update-Server. Microsoft sponsort das Projekt mit Arbeit. Bezahlt halt Leute, die an dem Betriebssystem arbeiten, das weiterentwickeln. So, wir lesen das jetzt alle mal in Ruhe durch. Nein, nicht wirklich. Das war bei der Kinfolk-Übernahme. Und wenn ihr euch an nochmal die History-Slide erinnert, als CoreOS von Red Hat übernommen wurde, wurde CoreOS Container Linux so langsam in Maintenance-Modus geschickt und irgendwann abgekündigt. Microsoft hat sich sehr angestrengt und sehr Mühe gegeben, auch in der Kommunikation von Anfang an und auch mit Taten, das nicht nochmal passieren zu lassen mit Flatcar Linux. Für Red Hat macht es Sinn. Also ich möchte die Entscheidung wirklich gar nicht kritisieren. Die haben Fedora, die haben eine solide Paketbasis in Fedora und die Leute sind auch toll von Fedora Core, das muss ich ganz ehrlich sagen. Microsoft kommt aus einer ganz anderen Richtung und die möchte gerne Flatcar Container Linux als Community-Projekt betreiben und bewahren. Da sind also keine Firmeninteressen dahinter, sorgt dann auch dafür, dass Microsoft das Produkt als Produkt nicht supportet. Ist ja sinnvoll, wenn es eine Community-Distro ist. Ja, das war ein Blogpost bei der Übernahme, wo sozusagen öffentlich verkündet wurde, wir fördern das Projekt und wir sehen den starken Nutzen für die Community. Ja, ich habe erwähnt, dass wir viel öffentlich arbeiten als Maintainer-Team. Das Tagesgeschäft, also alles, was man so als Team, ihr kennt das von der Arbeit und vielleicht auch privat, wenn ihr an einem Open-Source-Projekt zusammenentwickelt. Man tauscht sich über Metrics aus. Wir waren ursprünglich auf IRC und dann ist das IRC-Ding passiert. Dann sind wir auf Metrics umgezogen. Wir haben auch einen Slack-Channel. Der Grund dafür ist, auf Slack sind tatsächlich die Kubernetes-Leute viel stärker unterwegs. Wir sehen Slack und Metrics also jetzt nicht als konkurrierende Chats für uns, sondern es ergänzt sich tatsächlich. Ja. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt oder euch melden wollt, droppt einfach in den Metrics-Chat. Die gesamte Teamkommunikation läuft da drüber. Also alles, was wir so täglich machen, landet da drin. Wir benutzen interne Kanäle tatsächlich nur für Management-Kram und nicht Technisches. Wir haben sehr öffentliche Kurz- und Langzeitplanungen, öffentliche Feedback-Runden. Wir haben monatliche Office-Hours. Das ist so ein 3-4-Stunden-Call. Da könnt ihr euch reinhängen, wenn ihr was bequatschen wollt. Ab und an haben wir Demos da. Wir haben auch Gäste von anderen Projekten da, die Sachen vorstellen. Wir hatten den Benjamin Gilbert von CoreOS Red Hat da, der Butane vorgestellt hat zum Beispiel. Und das Gleiche ist bei Release Plannings. Einmal sind Release Plannings Teil der Office Hours, weil wir aber zweiwöchentliche Releases verfolgen, reicht die Cadence dafür nicht. Und wir haben dann also nochmal in 2 Wochen Rhythmen, unabhängig davon, Release Plannings. Alle Projektboards, alle unsere Langzeit- und Kurzzeitplanungen sind öffentlich und wir haben aktuell unregelmäßige, aber doch immer wieder erscheinende Bug-Smashing- und Docs-Writing-Tage. Das heißt, das gesamte Team hängt dann in einem Jitsi-Call und macht an Issues rum. Wenn ihr also irgendwas auf dem Herzen habt, ist das auch eine gute Möglichkeit, da sich zu zeigen. Boards, wir benutzen GitHub-Boards, sind also eine GitHub-Org, wo wir den Kram pflegen und maintainen. Implementierungsboards, also das Tagesgeschäft, das kennt ihr, das ist ein Daily Kanban im Grunde genommen. Releaseboards nehmen dann die Dinge, die fertig sind, die aus der Implementierung rausfallen und planen die für bestimmte Releases ein. Und die Langzeitpläne, die wir haben, also so Epics und Subtasks und was nicht, da haben wir eine Roadmap-Board für. Wir sind sehr stark interessiert, mit unseren Upstreams und Sidestreams zu arbeiten. Wir arbeiten also stark mit unseren Roots, mit den Abhängigkeiten, die wir haben. Das Offensichtlichste sind Gentoo und Fedora CoreOS. Mit Gentoo machen wir also viele Package-Updates, Stabilisierungen. Es ist tatsächlich so, dass wir Latest and Greatest gerne verwenden
und bei Gentoo diese Pakete manchmal noch als instabil markiert werden, also nicht regulär mit gebaut werden. Da wir ein umfangreiches Test- und Stabilisierungskonzept haben, vorhin vorgestellt, nutzen wir das auch gerne, um so eine stabilen Pakete in der Upstream zu reporten. So übrigens, das Ding läuft seit einem halben Jahr in unseren Tests gut und läuft schon in zwei Stables. Es ist vielleicht stable. Wir haben diverse Bugfixes bei den Jungs drin und vermehrt jetzt auch Package-Updates, wo wir Upstream helfen, tatsächlich neuere Versionen von Packages, die wir benutzen, mit zu integrieren. Fedora CoreOS, offensichtlich die Konfiguration und der Interpreter Ignition und Butane. Wir haben da Erweiterungen drin in Ignition und Butane. In Butane hauptsächlich Jetcar-Support, aber tatsächlich gibt es viele Touchpoints mit den Entwicklern. Und wir shippen auch Bugfixes. Dann gibt es so Sachen, auf die man immer wieder stößt als Distro. Wir haben also diverse Bugfixes in anderen Projekten. Wir haben eine Sache in dem Linux-Kernel, der hat ein Patch in einer LTS-Serie von einem Linux-Kernel Cilium kaputt gemacht, weil sie Virtual Interface Renamings auf einmal mit einem Fehler behandelt haben, was sie vorher nicht gemacht haben, was auch vollkommen in Ordnung ist, nur in einer Stable-Serie macht das halt Dinge kaputt, wenn es dann nur als Patch-Level kommt. Haben da also ein Patch drin, mit Cilium gearbeitet. Falco ist eine Introspektions-Suite für Kubernetes. Bei denen haben wir mit Build-Systemen und Interop zusammengearbeitet und haben da also Sachen verbessert. Das sind nur Beispiele, da gibt es mehr von. Ja, wenn ihr mitmachen wollt, Flatcar schon benutzt und ihr habt eine Aua, sagt es uns bitte. Wir sind sehr daran interessiert und in der Regel kümmern wir uns auch zeitnah um Bugs oder Features. Wenn ihr euch mit reinhängen wollt, wie gesagt, es gibt den Matrix-Chat, es gibt Bug-Smashing und Doc-Writing-Tage. Es gibt wirklich eine Menge Möglichkeiten, direkt mit dem Team zusammenzuarbeiten. Und ob ihr Anfänger oder Pro seid, ist dabei vollkommen egal. Wir haben tatsächlich auch mehrere Beispiele von Leuten, die sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, ich interessiere mich für Betriebssystementwicklung, ich kenne aber Flatcar nicht. Die nehmen wir dann schon so ein bisschen an der Hand und helfen denen auch mit rein, sodass die Leute dann so ein bisschen liefern können und auch ein bisschen was lernen dabei. Ja. Ihr könnt, wenn ihr wollt, euch um Package-Updates kümmern, ihr könnt das OS-Image erweitern über ein Proposal, ihr könnt Maintainer werden, ihr könnt in das Projekt reinwachsen und beim Stewardship mitmachen. Wir sind komplett offen für alles. Wie erreicht ihr uns? Wir haben Office Hours, jeden zweiten Dienstag im Monat, 17.30 Uhr. Wir sind täglich auf Matrix unterwegs und wie gesagt, wir haben auch einen Slack-Channel. Die Slides sind online, die Links könnt ihr klicken und dann kommt ihr zu den Details. Gut, wir haben noch 25 Minuten für ein Demo. Ich mach mal. Wir haben da das Demo und die Slides dann auch in unserem Git-Repo drin. Könnt ihr euch anschauen. Und ich schau mal, ob ich euch jetzt ein bisschen was über Flatcar demonstrieren kann. Wir werden eine Node deployen, das wird eine Single Node sein, läuft in einem QEMO hier auf meiner Maschine. Also ein ganz kleines Demo, das nutzt im Grunde die Ignition-Config, die wir vorhin schon gesehen haben. So, das ist die, mit einem kleinen Unterschied. Wir rebooten nicht bei Updates. Der Grund dafür ist, ich werde eine alte Alpha-Version von Flatcar benutzen in erster Instanz, damit ich das Update demoen kann. Wenn mir dann die Instanz im Demo rebootet, kann ich es nicht demoen. Also schalte ich Reboot aus. Das Staging ist trotzdem an. Das heißt, wir werden Updates stagen können. Ich brauche meinen Cheat-Sheet. Gut. Vorbereitung. Ich habe mir vom Flatcar Release-Server ein Image runtergeladen, das QEMO-Image. Wir benutzen verschiedene Images für verschiedene Cloud-Plattformen. QEMO in dem Sinne ist für uns eine Cloud-Plattform. Da gibt es ein Skript für, das liegt da auch, das wird auch mit Release, wo man die ganze Sache starten kann. Wir sehen die YAML-Datei hier. Und das Erste, was ich mache, ist, die YAML-Datei zu kompilieren in was unsere Deployment-Automatisierung versteht. Das ist JSON. Wenn ihr aus dem Kubernetes-Bereich kommt, dann wisst ihr, das ist Tradition. Alles, was YAML ist, wird in JSON kompiliert.
dann starte ich das das Image. Ich gebe ihm also mit, dass er eine Ignition JSON hat, um die er sich bitte kümmern möchte. Und ich sage ihm auch, dass er in NoGraphics starten möchte und ich forwarde, das sieht man hier nicht mehr, Port 80 auf Port 8080 vom Host. Was ich vielleicht tun sollte, ist nee. Komm her. Tja. Wir haben kein Netz. Oh nein. Warum haben wir denn kein Netz? Select Network. Das ist doof, wenn wir kein Netz haben, weil wir dann das Update nicht demoen können. Wir haben doch Netz. Hilfe? Ich mach mal das, was man nicht machen sollte. So. 1, 1, 1, 6. Ha? Vielen lieben Dank. Okay, wir haben Netz. Aber auf Port 8080 ist nichts los. Logisch. Weil wir ja noch nicht gestartet haben. Das machen wir jetzt. Zack. Wir sehen Grub, Flatcar bootet. Und wenn es zu Ende gebootet hat, wird Ignition übernehmen und wird den Container deployen. Wir sehen eine Ausschrift hier auf der Konsole. Ich guck mal, noch läuft nichts. Ja, da ist er. Es braucht halt ein bisschen, um Caddy runterzuladen. Caddy ist ein ganz grandioser Webserver, möchte man benutzen, wenn man Static Files surft. Bin ich ein großer Fan von. Und wenn wir jetzt reloaden, dann werden wir nichts sehen. Aha. Das muss dieser Demo-Effekt sein, von dem Sie alle reden. No! Did I? Okay. So, wenn ich jetzt ganz paranoid wäre, könnte ich den Container und das Port Forward und einen Health Check auch vom Deployment abhängig machen. Dann würdet ihr sehen, dass beim Deployment was kaputt geht. So. Das Image wird verändert von der Provisionierungslogik. Deswegen habe ich mir ein Pristine Image gesichert. Überschreibt das jetzt einfach. Irgendwas ist komisch. Ach nee. Nee, sieht gut aus. Okay. Ich muss das hier mal ein bisschen kleiner machen. Ist auch interessant, warum er. Entschuldigung. Das nicht mit Port Forwarding gestartet hat. Gut. Okay. Ich cheate mal. Ich schaue gleich mal. So, das hier ist lang genug, dass ich einfach. Ja, nee, das ist so.
Das ist tatsächlich richtig, aber es kann sein, dass das nicht richtig angekommen ist. So, dann versuchen wir es nochmal. Es bootet. Und das Schöne ist, dadurch, dass ihr die Konfiguration nicht im Betriebssystem habt, sondern wir quasi erzwingen, dass ihr die deklarativ von außen reinreicht, ist das alles reproduzierbar. Das heißt, wenn ich Mist gebaut habe, baue ich immer wieder denselben Mist und wenn es funktioniert, funktioniert es auch immer wieder. So. Es lebt. Die Spannung steigt. Okay. Das war der erste Teil. Der zweite ist tatsächlich noch spannender. Das ist das Update. Bleibst du hier? Wir haben also einen Dienst laufen, der abgefragt werden kann. Wie geht's dir denn? Und liegt denn ein Update vor? Liegt denn ein Update vor? Nö. Last Check Time sagt uns aber auch, dass er noch nie geguckt hat. Was ich jetzt mache, achso, vielleicht zeige ich euch noch ein bisschen was mehr. Wer QD kennt und benutzt, der weiß, QD arbeitet mit einem Flag-File, welches QD sagt, dass diese Node jetzt einen Reboot braucht. Das Flag-File ist nicht hier, klar, weil wir keinen Reboot brauchen. Wir gucken uns das OS-Release an und wir sehen, das ist eine relativ alte Version, einer Alpha von Flatcar, das sehen wir da, weil die Miner Number 0 ist. Das ist bei Alphas immer so bei uns. Ist also Ende Mai diesen Jahres rausgekommen. Ist für eine Alpha relativ alt. Gut, wir haben Version 32.55. Was wir jetzt machen können, ist Update Engine zu sagen, geh doch mal gucken. Update Engine guckt jede Stunde einmal. Die ist jetzt noch nicht um und die wollen wir auch nicht warten. So. Jetzt guckt er also nach Updates. Jetzt kann ich nochmal den Status aufrufen und fragen, wie sieht es denn jetzt aus? Und jetzt sagt er, ja, ist gerade eins am Downloaden. Und die Download-Prozente, die seht ihr hier, das geht hoch bis zu 1. Wir sind jetzt also bei 61%. Das ist ein schönes, schnelles WLAN. Das Ganze wird jetzt also in die zweite leere OS-Partition reingeschrieben, sodass es durch einen Reboot aktiviert werden kann. Okay. Und was ist jetzt passiert? Wir sehen ja auch ein paar Shell-Ausschriften, dass er also in Partitionen rumgemacht hat. Und wenn ich ihn jetzt nach dem Status frage, dann sagt er, jetzt brauche ich einen Reboot. Und zwar haben wir hier eine neue Version. 33.05, vorher war es 32, was in die 70. Es hat sich also ein bisschen was getan. Und wenn ich mir jetzt angucke, dann gibt es auch diese Datei. Das heißt, QD würde jetzt wissen, aha, die Node, die möchte gerne evakuiert werden. Und dann können wir neu starten. Gut. Das machen wir jetzt mal. Sudo reboot. Das Ganze startet neu. Es startet in die neue Version rein. Und auch an dieser Stelle ist es also interessant, würde Caddy für mich eine quasi lebenswichtige Applikation sein auf der Node, die unbedingt hochkommen sollte. Sollte ich Update Engine als Dienst über ein Systemd Drop-In, also auch eine Ignition-Konfiguration, abhängig machen von Caddy? Wenn Caddy nicht hochkommt, kommt Update Engine nicht hoch, dann dauert es 10 Minuten, dann rebootet die Node. Die neue Partition ist nicht auf aktiv gesetzt. Wir rebooten also in das alte zurück, was funktioniert hat. Das ist ja aber nicht so. Zum einen habe ich nicht die volle Paranoia gebaut und habe Caddy nicht abhängig gemacht. Zum anderen hat das Update funktioniert. Der Webserver läuft und wir können uns irgendwo was anschauen, dass wir also auf der neuen Version laufen. Keine Version wird sich geändert haben. Diverse Tools werden sich geändert haben. Das ist das Update. Der Witz dieser Demo ist, dass es relativ langweilig ist. Das ist der Punkt. Den Update-Engine-Status? Na klar. Da ist er. Jetzt ist er idle. Und
Gut. Das war's, denke ich. Ich gucke mal in meine Slides, nicht, dass ich was vergesse. Ja. Wenn ihr euch dafür interessiert, was Flatcar ist, wir haben eine Webseite, wir haben ein GitHub-Projekt, da kriegt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Wenn euch Informationen fehlen, geht bitte in das GitHub-Projekt und dieses hier. Das ist unser Issue-Tracker-Projekt und feilt uns ein Issue. Die Docs sind natürlich auch alle Open Source. Wenn ihr gerne möchtet, könnt ihr die auch gleich fixen. Wenn ihr mit reinspringen wollt und mitmachen wollt, ich denke, der Matrix oder der Slack-Chat sind die besten Einstiegsmöglichkeiten, die wir aktuell haben, weil ihr direkt vom Team da abgeholt werdet und gleich sozusagen mitten im Projekt landet. Ja, das war's. Habt ihr Fragen? Ich wiederhole die Frage, ist gut. Sag ruhig. Hier ist ja schon eine steile Lernkurve am Anfang. Ja. Wenn ich jetzt selbst mal ein Hello World sozusagen machen will, sind denn Images in irgendeinem CSP oder sowas dann auch schon vorhanden? Also jetzt hier in eurem Fall wahrscheinlich bei Microsoft? Die Frage ist, wenn man ein einfaches Flatcar Hello World, so wie ich es gezeigt habe, mal hochbringen möchte, ob Images und Anleitungen dafür vorhanden sind. Ja, das sind sie. Die sind nicht bei Microsoft gehostet, sondern independent. Das Hosting wird gesponsert von Equinix Metal. Also das ist quasi eine weitere Firma. Equinix Metal benutzt Flatcar, ist eine Bare Metal Cloud, die man also über eine API Bare Metal Server deployen kann und warten kann. Die benutzen Flatcar in deren Control Plane für ihre Cloud und die sponsern uns. Ganz, ganz dufte Jungs übrigens. Die Dokumentation zeigt dir bei der Install, also hier im Grunde genommen ganz oben ist das Hello World mit der VM, tatsächlich mit einem ganz ähnlichen Beispiel über einen Webserver, wie du einen Webserver hochkriegst. Wenn du bereits Cloud-Provider nutzt, dann ist es auch so, dass wir von Hause aus diverse Cloud-Provider supporten, Deployment da. Wir sind sozusagen auf denen verfügbar. Das heißt, du kannst einfach die entweder Sachen aus dem Marketplace nutzen oder die Images nutzen, die da schon liegen. Und hier wird auch beschrieben, wie. Da sind auch so Hello World-Sachen bei. Damit ist man dann sozusagen nutzerseitig gleich mit dabei. Wir supporten OpenStack inoffiziell. Das ist sogenannter Community Support. Wir suchen noch OpenStack-Leute, die das gern offiziell machen wollen. Oder Leute, die OpenStack benutzen. Es ist nicht viel. Wir haben EC2 und wir haben VMware vSphere Support drin und OpenStack liegt irgendwo dazwischen. Wir haben, glaube ich, sogar ein inoffizielles OpenStack-Build. Das liegt auch auf den Image-Servern. Wir haben aktuell noch keine Testumgebung mit OpenStack. Das heißt, wenn du es gerne benutzen möchtest und da Schmerzen spürst, melde dich bitte. Das wäre sehr wichtig für uns. Ja, bitte? Das ist eine sehr gute Frage. Soll man den CoreOS-Ansatz verwenden für Persistency? Meine Rückfrage wäre, auf Applikationen oder auf Betriebssystemseite? Auf Applikationsseite. Dann ist die Antwort ein ganz großes Ja, selbstverständlich. In der Tat ist es so, dass dieses Nicht-Requirement von Persistency auf Betriebssystemebene uns ermöglicht, In-Place-Updates zu machen. Und wenn du Persistent-Applikationen auf Containern betreibst oder auf Kubernetes betreibst, dann weißt du, Betriebssystem-Updates sind immer das große Aua, weil viele Kubernetes-Control-Planes und Distributionen, das schließt Cluster-API mit ein, machen Greengrass-Update, die deleten Instances und dann deployen sie komplett neu und dann ist das Betriebssystem upgraded. Das ist sehr schmerzhaft für Stateful Applications, weil die dann ihren State verlieren.
wenn du den State auf lokale Disks machst. Ansonsten wirst du halt in Netzwerkspeicher reingezwungen, was du manchmal nicht möchtest, aus Kostengründen, aus Effizienzgründen. Mit Flatcar kannst du Stateful Apps auf eine Node betreiben und du kannst das Betriebssystem upgraden und zurückrollen, wenn es Probleme gibt. Gut, die Frage geht dahin, ob man die Applikationen, die auf Nodes deployed sind, verändern kann mit Flatcar. Die Antwort ist prinzipiell ja, aber das ist genau der Punkt, wo wir eine Container Control Plane quasi im Dienst sehen. Das ist was wir auf Betriebssystemseite nicht supporten wollen, weil das bedeuten würde, dass wir den State dafür im Betriebssystem halten müssten. Das klingt nach einem guten Use Case für Kubernetes. Das hat halt auch einen verteilten State und das gibt dir diese Management-Möglichkeiten, um Applikationen auf verschiedenen Nodes zu skalieren und zu erweitern. Und das sorgt dann auch auf Orchestrierungsebene dafür, dass alles ganz bleibt, wenn mal eine Node wegbricht. Mhm. Mhm. Ich versuche mich, okay, ich habe eine Ansible-Infrastruktur, um überall SSKD-Config anzupassen. Mhm. Und da sagt mir Red Hat von Fedora CoreOS-Seite, okay, aber Python und Veränderung von ihm, von provisionierten Maschinen per Ansible ist eigentlich, sollte nicht gemacht werden. In konkreten Fall, in dem Beispiel, geht es darum, eine SSH-Config zu aktualisieren, weil die alte Unsicherheiten enthält und zumindest Fedora CoreOS empfiehlt, das nicht zu machen. Das sehe ich ähnlich, aber ich würde es anders formulieren. Ich will dein Problem lösen. Kleinen Moment. Wir decken das nicht mehr ab auf der Ignition-Seite, weil sich das auf Provisionierung konzentriert. So die Empfehlung wäre, ja, wenn du eine Ansible-Infrastruktur hast, absolut nimm Ansible und aktualisiere diese SSH-Configs. Bevor du das machst, aktualisiere bitte deine Deployment-Templates, sodass alle neuen Knoten quasi die neue Konfiguration bekommen. Existierende Knoten verändern, wie gesagt, da ziehen wir eine Grenze. Und da sorgt definitiv die Ansible-Infrastruktur dafür. Ich würde das also ein bisschen nutzerfreundlicher formulieren und sagen, wenn du dieses Problem hast und das aktualisieren musst und Ansible schon deployed hast, na klar, nimmst du Ansible und ziehst die existierenden Knoten hoch. Vorher, wie gesagt, dafür sorgen, dass neue Nodes mit der richtigen Config deployed werden. Das wäre dann wieder unsere Seite. Das ist das, wo wir uns verantwortlich führen. Aber bei Laufzeitänderungen, da treten wir zurück. Uh-huh. Und bei der Frage im GitHub hat quasi jemand vom Fedora CoreOS gesagt, okay, aber wir möchten die explizit nicht erlauben, um genau das zu verhindern, dass Leute manuell per Ansible-Maschinen nachkonfigurieren. Du sagst, dass bei Fedora CoreOS Pakete fehlen, dass du Ansible überhaupt benutzen kannst? Jein. Okay. Okay, und Fedora CoreOS sagt, wir wollen sozusagen klein bleiben und diese Sachen bei uns nicht mit drin haben. Das geht uns genauso, aber der... Genau. So, Kai verweist auf eine Option, die wir im Notfall ebenfalls mit dokumentiert haben. Wenn ihr
die gesamte Konfiguration, die ihr deklarativ habt auf euren Knoten, neu ausführen möchtet, die wird normalerweise nur beim ersten Boot ausgeführt, dann könnt ihr so tun, als wenn die Note nie initialisiert wurde. Ist in den Docs drin, wie es geht, kann zu spannenden Nebeneffekten führen, weil es nicht so gedacht ist, aber erlaubt dir tatsächlich, eine Note in den Grundzustand zu resetten und dann sozusagen alles von vorne zu machen. Weiterhin, und das ist auch was, was der Kai vorstellt, und zwar morgen Mittag, ist es so, genau wie CoreOS, Fedora CoreOS, kämpfen wir so ein bisschen mit der Grenze ziehen zwischen, wie viel nehmen wir rein in die, in das Image, und wie viel supporten wir einfach nicht mehr und erwarten dann, dass Leute das in Docker-Containern benutzen. Ansible ist eins dieser Beispiele. Verschiedener Plattform-Support ist übrigens ein anderes gutes Beispiel. Wenn du dir anguckst, was, was AWS oder GCE oder Azure heutzutage so wollen auf einer Node, damit das sauber mit der Cloud interfaced, da sind ganz lustige Abhängigkeiten drin. Und das würde das Image größer machen, das wollen wir nicht. Tatsächlich arbeitet Kai an einem Projekt innerhalb von Flatcar, um das Image so composable zu machen. Das Grundimage soll viel kleiner werden. Wir sehen nicht mal, warum wir in Zukunft standardmäßig grundsätzlich immer Docker mitschippen sollen, wenn Container die auch tut. Und es soll tatsächlich auch so sein, dass du verschiedene Sachen austauschen kannst, aber eben nicht auf der Granularität von Paketen, sondern auf der Granularität von Features. Und wenn du dann quasi ein Ansible-Feature hinzufügen wollen würdest, wäre das eine Option, das sauber zu machen. Kai nimmt dazu System-Dieses-Ext und darum dreht sich sein Vortrag morgen. Das ist also auch noch was in Zukunft, was dieses Problem wegmachen könnte. Unsere Zeit wird knapp. Eine Frage noch? Ja, bitte. Nicht notwendigerweise. Also ich meine, die Ansible-Geschichte zum Node-Management, die Frage ist, wie der vorgeschriebene Workflow ist, wenn man jetzt tatsächlich mal SSH-Configs austauschen muss. Du kannst eine Orchestrierung nehmen und ein Konfigurationsmanagement, was Nodes zur Laufzeit verändert. Es ist halt nur so, dass wir die nicht ausliefern. Das wäre dann auf der Ops-Seite zu lösen. Ich meine, wir sind userzentrisch und wir empfehlen Leuten nicht, nee, delete du mal den Cluster und deploy mal neu, damit drei Zeilen Config-Änderungen hier werden. Es ist halt immer auch wichtig, dann die Templates zu aktualisieren. Ne? Wir hatten schon Fälle, wo das nicht getan wurde. Und die sind dann halt auch sehr lustig. Aber ich meine, klar, wenn du ein Config-Management hast, warum solltest du es nicht nutzen können? Okay, vielen Dank.